Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, euer Wikiswerfer, euer am Start und wir sind wieder im TCG-Simulator und ja, ich habe gerade noch das Video für den Patch aufgenommen gehabt und deswegen müssen wir hier noch kurz abkassieren. Und ich sage wie immer vielen lieben Dank an alle von euch, egal ob Likes, Kommentare, Kanalmitgliedschaften oder sonst irgendwas, vielen lieben Dank auch für euren ganzen lieben Support. Danke, danke, tausend Dank einfach dafür. Ja, wir haben nun ja, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, eine Bewertungs-App. Und wir können jetzt auch Mülleimer kaufen. Das mit den Mülleimern habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum es den jetzt extra gibt. Ich denke mal, wenn der Laden natürlich größer ist, macht das schon Sinn. Ich habe den jetzt mal hier reingestellt, aber... Ach so, den kann man gar nicht mehr verstellen. Das ist ja blöd. Ach ja, ja, trotzdem plus gemacht ist okay. Man kann nicht meckern. Machen wir mal gleich auf. Ja, also hier, nur dass ihr es auch nochmal seht. Hier ist die Bewertungs-App. Ich kann Wikis Fantasie-Ecke wirklich empfehlen. Auf diesem Platz lässt es sich gut spielen. Okay, Preise. Ja. Ist okay. Ja. Also ich finde die Idee super. Der ist leer. Ich würde den... Ah, ich kann den doch umstellen. Ah, sehr gut. Das heißt, ich kann den theoretisch einfach... Ich muss die Kartons mal wegtun. Einfach da hinstellen. Ja. Das ist okay. Ich komme gleich. Alles gut. Achso, da fehlt gar nicht so viel. Okay, dann, Dankeschön. Also ich muss immer wieder sagen, auch nochmal danke für das Anschauen von dem Pokémon-Mod. Da muss ich sagen, ich finde die Mods cool. Klar, so zum Beispiel wie Relic geschrieben hat, wenn du kein Pokémon-Fan bist, interessiert dich das halt null. Ich denke mal, was wirklich viele reizen wird, wäre es so ein Magic-Mod, denke ich mal. Also Magic the Gathering. Wenn es da was geben würde, ich glaube, das wäre schon gern gesehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ist halt Magic, ne? Habt ihr Magic gespielt, gesammelt oder sonst irgendwas in die Richtung? Ich habe tatsächlich früher ein bisschen Magic gespielt. Ah, wir müssen noch einkaufen. Hier nehmen wir gleich wieder zwei. Hier nehmen wir auch zwei. Kann man gleich bestellen. Dann bestellen wir da auch gleich nochmal. Dann, Moment mal. Kann ich mir nicht... Ah, Level 8, Level 14 war das, okay. Hier können wir auch nichts. Mir fällt gerade was ganz Blödes auf. So. Genau, was haben wir noch gebraucht? Sammelbücher brauche ich noch. Genau. Wir brauchen Sammelbücher. Tatsächlich. So, Sammelbücher. Ah, die Lizenz ist halt so teuer. Ich hätte aber gern Spielmappen. Matten. Und Plüschs. Oh, da sind... Da sind auch neue dazugekommen. Gab's ihn vorher schon? Das ist eine gute Frage, ne? Ah, Mist. Erst vergessen. Da. Ach, kommt. Oh, erstmal wieder abkassieren. Ja, was hat er noch gekauft? Warum kostet mein Sammelbuch 65? Echt? Oh ja. Wer hat, der kann, ne? Ich glaube, als nächstes machen wir wirklich mal so ein Duftdinger. 29,50, so. Dankeschön.
Jo. Also nach dem Umbau muss ich sagen, ist es auf jeden Fall, man kann was mit anfangen. Ich glaube, wir hätten nochmal Sammelbücher bestellen sollen. Ach komm, wir stellen jetzt dann doch daneben. So. Nee, ich glaube, wir sollten als nächstes Lagerregale kaufen. Habt ihr Lagerregale in eurem Spielstand? Ich glaube, es gibt definitiv schlechtere Ideen, tatsächlich. Ich hoffe übrigens, dass wir demnächst echt mal eine Geisterkarte oder so kriegen. Das wäre schon echt cool. Habe ich gerade nicht noch rote... Jetzt war ich verwirrt. So. Ah, genau, das Ding kauft man auch gleich noch. Dann hier mal den... als nächstes würde ich echt gern die Werkbank bauen. Ich weiß halt nicht, wo die hinkommt. Also, ob wir die einfach so irgendwie in den Laden stellen? Oder... Lass mal kurz dahin. Man kann nichts oben drauf stellen. Schade, eigentlich. Darauf habe ich jetzt halt eigentlich echt gebaut. Kann ich lauter verschieden. Okay. Ja, weiß ich nicht. Entschuldigen Sie mal kurz, ich muss die okay. Ich kassiere es ab. So. Wie sie auf einmal wieder alle D&D-Würfel kaufen, ne? Also wie gesagt, ich würde mich über die so D&D-Sachen halt auch echt noch freuen. Ich glaube, das wäre echt cool. Stimmt, wir könnten das doch auch so machen. Ja, genau, weil dann können wir jetzt das Ding nehmen. Und erstmal da hinsetzen. Könnte man jetzt noch was oben drauf stellen, ne? Das wäre schon echt Knorke. So. Warten Sie kurz. Ich habe noch neue Sachen, die muss ich doch noch auch an Sie verkaufen. Hab's gleich. Entschuldigung. So. Ne, nicht 0,717. So, und die auch noch hier rein. Also die Lagerregale doch schon. Was habe ich hier noch? Ah, Karten. Ja, dann müssen wir die leider aufmachen, wa? So, guten Tag. Zum so rum. 28. So, 37 zurück. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Danke. Genau, dann machen wir jetzt den Entmover. Kommen die da noch durch?
Ah, wir machen das mal so. Und da muss ich jetzt wahrscheinlich das Licht anmachen und dann so ein Deo da reinstellen, oder? Nachfüllen. Aha. Nice. Okay, wir brauchen schon wieder Sammelbücher und Menschenskinder. Also, Bestellung. Das Ding. Sammelbücher. Da haben wir diesmal gleich zwei. So. Ah, die kauft halt echt keiner, ne? Meine Hoffnung ist groß, dass sie jemand für 10 Cent vielleicht dann kauft. So. Was sagen unsere Bewertungen? 4,3 Wikis Fantasie-Eck ist der beste Kartenladen. Wir kommen wieder, ja? Ja, merkt's euch. Die wollen alle wiederkommen, ja? So wie ihr hoffentlich wieder auch, indem ihr ein Like und ein Abo da lasst. Vor allen Dingen ein Abo, damit ihr alles mitkriegt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, ne? Perfekte Überleitung, Alter. Nee. Danke. Ja, mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Vielen lieben Dank. Kriegen wir jetzt eigentlich mit Level 13 schon was Neues? Ich hätte halt gern mal wieder neue Karten, ne? Level 14, das Erdkampfdeck. Das wird gut. Deo brauchen wir noch bestellen. Die Kartenhüllen fände ich schon cool, aber die 500, Alter. Nee, Digga. So. Sammelhefte haben wir. Da würde ich tatsächlich lieber auf die gehen. Deswegen kaufen wir die jetzt auch. Dann setzen die mal gleich noch mit auf die Liste, weil wenn die jetzt hier noch gleich hart reinshoppen, was ich hoffe, dann können wir die Bestellung auch tätigen. Wir müssen auch echt unbedingt anbauen können, ne? Oh, ein Deo. Ach, Jemini. Oh, ich brauche davon auch noch mal. Also, funktioniert das jetzt? Das hat ja hervorglänzend nicht funktioniert, Alter. Junge. Okay, wahrscheinlich. Muss das vielleicht doch anders hingestellt werden? Ich stelle das Ding jetzt wirklich dahin. So. Ja, man kann ja noch durchlaufen. Also funktioniert das ja noch. Also kann es ja nicht so schlimm sein, oder? Sie sollen was kaufen, nicht einfach gehen. Oh. Bestimmt eine schlechte Bewertung da gelassen. Preise, okay. Wir sind überall unterm Preis. Da. Oh. Ah, wir haben wieder keine Spiele mehr. Oh. Ah, schlecht. Was sagt? Er sagt nichts. Oh, kauft ihr die dann für 5 Cent? Nein. Ah, okay, hat sie gekauft. Ist halt anstrengend, ne? Also. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 4,
Dankeschön. Okay, die Bestellung, die muss ich jetzt noch abschicken. Ja, Geld haben wir nicht viel. So, auffüllen. Also ich muss sagen, ich wäre schon froh, ich könnte auf beiden Seiten was anderes reinstellen, aber ja gut. Sehr schön. Okay. Ihr wisst ja, warum ich das nicht mache. Ich warte immer, bis alle den Laden verlassen haben. Weil manchmal geht da noch was, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall... Achso, das ist ja sogar das Günstige, dann geht's ja. So. Ach ja. So, wird's jetzt was. Achso, ihr sollt mich vielleicht einfach an die Kasse stellen, ne? Hört auf mit Spielen und kauft was. Was sagt ihr eigentlich zum neuen Patch? Ach komm. Nee, das dauert mir jetzt zu lang einfach. Ja, wir haben nur minus 1100 gemacht. Das ist ja... Geht auch noch, ne? Oh, minus 10. Ich muss gleich den Laden aufmachen, ne? Also. Kann ich noch irgendwas nachfüllen? Ah, wir brauchen Karten. Apropos, wir haben noch keine Karten heute aufgemacht. Das müssen wir jetzt noch. So, 3, 4, 5. Das müssen wir jetzt noch nachholen. So, du. Warum? Ist doch dämlich. Kennt ihr da einen Trick, dass die dann nicht vorbeikommt? Deswegen haben davon wahrscheinlich so viele zwei hingestellt. Aus halt hier hin. Ich will eigentlich nicht davon jetzt eigentlich extra zwei ausstellen, ne? Also so sehe ich es nicht unbedingt ein. So. 40 Euro natürlich. Dankeschön. So, dann machen wir noch das. Und dann öffnen wir jetzt einmal noch. Nein. Noch ein paar Packs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. Kommt schon, eine Holo-Karte oder so. Ich hätte gern mal wieder eine Geisterkarte. Eine Bekannte von meiner Frau hat eine Karte für 1200 oder so was rausgezogen. Würde ich auch gern. Sind eigentlich die Preise bei allen gleich? Ich gehe mal schon davon aus, oder? So, und jetzt noch die normalen Packs. Da werden wir wahrscheinlich nur doppelte kriegen, leider. Ja. Oh, wir haben auch aus dem Standard-Deck haben wir auch die Geisterkarte rausgekriegt, ne? Gut, aber dann würde ich sagen, natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr wisst's ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei was auch immer ich mache. Freue mich auf euch. Bis denn. Tschüssikowski.